So, ich bin jetzt zu Hause. Mein Akku ist natürlich leer gegangen, also beziehungsweise ist er irgendwie im Arsch. Geht immer irgendwie auf einmal aus. Ich bin auch noch in den Regen gekommen, deswegen sind meine Haare so ein bisschen wellig. Ich zeige gleich mal meine Schuhe. Die habe ich schon länger, 2 Jahre oder so. Die habe ich in England gekauft. Und die sollten super bequem sein, weil die haben so einen Memory Foam innen drin. Aber irgendwie fand ich die ja gar nicht so bequem. Ich glaube, es liegt daran, dass sie relativ breit sind und man die auch nicht enger schnüren kann, weil diese Schnürung ist nur Zierde. Und ich hab relativ schmale Füße. Genau. Aber jetzt habe ich die heute angezogen für den Spaziergang und ich bin insgesamt so 1,5 Stunden gelatscht und ich habe auf jeden Fall keine Blase. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein paar Druckstellen, aber auf jeden Fall glaube ich keine Blase. Und das ist schon mal ganz gut. Und genau, ich zeige die mal. Aber man kann auf diesem Handy, während man ein Video macht, kann man nicht drehen. So, jedenfalls, das sind die Schuhe. Kann man die erkennen? Ja. Ich finde die eigentlich ganz niedlich. So, die sind so drüber, ne? Und haben hier diese Schnürung nur zur Zierde, weil hier ist ein Reißverschluss Verschluss und jetzt voll dreckig, weil ich durch den Matsch gelatscht bin. Ja. Wie findet ihr die? So, wenn man durch Bremen latscht, durch die kleinen Gassen, dann stellen die Leute ja immer so Krams raus, den sie nicht mehr brauchen, zu mitnehmen. Meistens sind das Bücher. Und wir nehmen auch oft welche mit, geben die dann auch meiner Mutter, weil die liest ja so schnell und so viel. Aber manchmal sind es auch andere Sachen. Und auf meinem Spaziergang, eben auf dem Rückweg, habe ich auch ein paar Sachen abgestaubt. Ich zeige die gleich mal. Ah, das sind diesmal andere Sachen. So, als erstes habe ich diese Weihnachtskugel mitgenommen. Ganz cool, da steht nämlich Silent Night, Holy Night drauf. Das ist einfach so ein Ding. Eigentlich wollte ich die irgendwo hinhängen, draußen, aber dann hat es geregnet und dann habe ich es vergessen. Dann habe ich hier diesen Weihnachtsmann mitgenommen. Der hat hier so Magneten, kann man an den Kühlschrank oder so machen. Wir haben schon so einen, deswegen dachte ich, ich nehme den mit. Dann hat er jetzt einen Kumpel. Und dann habe ich noch diese, man sieht, es hat geregnet, diese CD hier. Verdi, Logosoft, keine Ahnung. Aber es sind Höhepunkte aus AIDA. Auch nicht schlecht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie so eine satanistische CD drin. Aber ich denke nicht. Ja, also, das ist meine Ausbeute. Nicht schlecht.